Orte der Kraft. Orte der Kraft werden auch als Kraftorte bezeichnet. Orte der Kraft sind Orte, wo man sich aufladen kann, wo viel Prana ist. Im Yoga sprechen wir von Prana als Lebensenergie. Der Mensch hat 5 Hauptquellen von Energie, eben die Luft, die er atmet, die Nahrung, die er isst, das Wasser, das er trinkt, die Sonnenenergie und dann eben subtilere Energiequellen, zum Beispiel andere Menschen, aber auch Orte der Kraft. Man kann mehrere Orte der Kraft unterscheiden. Zum einen kann es ein Ort in deinem Haus, deinem Apartment, deinem Zimmer sein. Da, wo du regelmäßig meditierst, das kann für dich ein Kraftort werden. Dort wird Prana aufgeladen. Zum Zweiten gibt es Orte der Kraft in der Natur. Dort gibt es die großen Kraftorte, wie zum Beispiel die Externsteine, Stonehenge oder auch an verschiedenen anderen Orten, die schon in keltischer Zeit als Kraftorte galten. Und es gibt die Orte der Kraft, die Kultstätten sind, zum Beispiel Kirchen oder Tempel oder auch Klöster oder auch Ashrams und Yogazentren. Es gibt Orte der Kraft, die im Energiefeld der Erde wie Chakras sind, also Energiezentren, und dort ist die natürliche Energie dort. Und es gibt Orte der Kraft, die aufgeladen sind durch Rituale, durch spirituelle Praktiken und Meditation. Es ist wichtig, dass man regelmäßig Orte der Kraft besucht. Das kann im Wald sein, das kann in einem Park sein, das kann die Kirche sein, das kann dein örtliches Yoga-Zentrum sein. Der Mensch braucht öfters Orte der Kraft, wo er sich niederlassen kann, wo er entspannen kann, wo er sich aufladen kann mit spiritueller Kraft. Überlege selbst, was sind deine Orte der Kraft? Gehst du jeden Tag an einen Ort der Kraft? Gehst du mindestens einmal die Woche etwas länger zu einem Kraftort? Und hast du vielleicht irgendwo einen besonderen Kraftort, wo du regelmäßig hingehst oder wo du längere Zeit auch bist, vielleicht deine Ferien verbringst, vielleicht ein Ashram oder ein anderer Ort der Kraft?